Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grounded, zusammen mit Zombie, hallo. Paluten, hallo, und German Let's Play. Ellie, whoop. Das große Karpfen-Update ist jetzt endlich aus der Beta raus. Heißt, es ist in der ganz normalen Edition. Man kann jetzt einen Karpfen sehen beim Teich und aus dem Rüstung craften. Aber dafür müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten, bevor wir den bekämpfen. Wann gibt es denn so Trinkgeräusche? Ja, Leute, auf jeden Fall. Der Karpfen gibt ja auch eine Rüstung und alles und würde ich gerne bekämpfen. Weiße Paluten, hier, guck mal. Ja. Du kriegst die Bienenrüstung einfach. Da, guck mal. Weil die hast du auch das erste Mal gefunden. Ich wollte dir nicht wegnehmen. Darüber habe ich nachgedacht. Weißt du, das ist dein Ding. Du hast doch einfach eine neue. Nee, habe ich nicht. Aber ich will die Karpfenrüstung claimen, weil ich die ultra cool finde. Wow. Jetzt habt ihr nämlich alle eine Tier-2-Rüstung, außer ich. Wow. Und wir können die Tic-Tacs abbauen. Kommt mit, Leute. Das eine Teil ist sogar kaputt. Ja, ich habe aber keinen Superkleber. Dafür brauchen wir noch wieder Bärenleder. Davon haben wir keins. Das müssen wir heute auch aufbauen gehen. Es gibt heute zwei Hauptziele. Neue Waffe, das sind die Tic-Tacs. Und wir brauchen eine Smoothie-Maschine, denn mit Smoothies kann man es im Kampf instant heilen. Oh, das trifft sich ja gut, dass wir eine neue Waffe craften, weil ich habe leider keine Waffe mehr. Dafür müssen wir irgendwie in diese Tic-Tac-Box reinkommen, aber ich weiß nicht wie. Oh, so. Ah. Und dann können wir diese... Ach, da. Siehst du doch meinen Namen. Und dann können wir die hier so abbauen, upcraften. Zack. Und dann haben wir hier Tic-Tac-Teilchen. Neues Rezept. Minzhammer. Was brauchen wir für den? Das ist angeblich die beste Waffe im Game. Vielleicht wird irgendwas Neues nachgepatcht. Das kann sein. Oh mein Gott, für den brauchen wir insane viel Seidenseile. Hallo. Aber Manu craftet die Seidenseile ja die ganze Zeit. Also haben wir davon bestimmt ganz, ganz viel. Was heißt insane viele? 9 Stück pro Waffe. Ja, wir haben 20 oder so. Wir brauchen wir mehrere als einen? Ja, für jeden eine. Was ist das denn? Ja, der Minzhammer, die beste Waffe im Spiel angeblich. Gut, weil mein Dolch ist echt schlecht. Den Manu unbedingt haben wollte und es damit Ewigkeit aufgehalten hat. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt der Schurke. Nee, ich bin Dämonjäger. Ist wieder so weit, World of Warcraft. Ja, Leute, das WoW hat uns rausgekommen und jetzt werden die noch mehr über WoW reden. Wieso denn reden? Ich erwähne das nie. Palette schreit immer den Namen. Ja, welchen Namen? World of Warcraft! Guck, du sagst es schon wieder. So, Manu, wo sind die Seidenseile? Die habe ich alle in meiner Tasche. Dann mach die mal in die Kiste rein, bitte. Okay, ja. Also, danke, an deinem Schrein musst du noch mal ein bisschen feilen. Also, der hat mir nicht gut gefallen. Ach, die Schnauze. Und Blütenblätter brauchen wir noch. Ja, wollen wir uns aufteilen? Wir brauchen... Oh Gott, das ist mit ein paar Paluten. Nee, ich wärme mich nur auf. Ach so. Oh Gott. Ja. Du hast den Boden kaputt. Wir brauchen gerade zwei Sachen. Wir brauchen Blütenblätter und noch was anderes vom Baum. Das könnten Manu und ich übernehmen. Und nein, nicht den Boden! Das ist halt echt schon kaputt. Und wir brauchen noch richtig viel Bärenleder. Zombie Paluten, wollt ihr noch richtig viel Bärenleder holen? Komm mit, Manu, wir gehen zum Baum. Manu hat's kaputt gemacht. Hab ich gar nicht. Mann, Manuel. Okay, Zombie, wir gehen schon los Hammer? Für Bärenleder. Ja, wir holen Bären. Ja, ich hab einen Hammer. Hör auf, Manu. Warum machst du das? Ja, ich schon die letzten ich hab dich nicht mehr gehauen. Danke, ich stand sogar... Ja, genau. Alles klar, ich bin raus, ey. Hast du gehört, Paluten? Es gibt einen coolen neuen Teich. Aber komm, lass stundenlang Bären abbauen. Hey, Leute, okay, Leute, wir konnten nicht mal so eine Spinne bekämpfen. Wir brauchen die neue Bombe. Ja, ich will von dem gegessen werden. Ja, das können wir trotzdem noch. Ich hab eine Frage an dich. Spielt Zombro auch World of Warcraft? Zombro ist in Rente. Oh. Der hat sehr alt. Ein bisschen übertrieben. Hey, aber spielt der eine Rente nicht nur noch WoW, oder? Nee, Zombro ist zu cool für so eine Ich muss zugeben, dass ich mir schon das ein oder andere Mal Zombro nochmal angehört habe. Ach, ich liebe Zombro. Manu, wenn du so ein Viech im Boden krabbeln siehst, dann schrei rum. Du erinnerst dich bestimmt, hier gab es ganz viele immer. Ja. Oh, vielen Dank. Da ist eins, guck. Da ist es. Ich muss rausgraben. Hm? Wo ist es? Ist es unter dem Ding? Da ist es, runter, hier bei mir. Lauf! Wer ist die Spinne? Schlag sie, Manu! Ich bin weggerannt! Warum denn? Sind wir hier besser? Ja, weil du geschrien hast! Du bist doch Schurke! Ich komme! Ich bin Dämonenjäger! Ja! Augenstrahl! Mein Gott! Ja! Manu! Oh, warum? Oh mein Gott! Ich hab den einfach zerberstet! Du bist weggerannt! Hä? Ja, okay, nächstes Mal bleib ich weg! Spinnenfutter! Wo ist das Ding? Das weiß ich nicht. Die Spinne hat's gerettet. Okay, ja gut, dann hol mir halt einfach erst Blumenblätter. Komm mit, Manu. Nö,
Du hast mir angeschrien. Das sieht richtig lecker aus. Eine schriftliche Entschuldigung haben. Ja, das ist ein Hotdog. Tut mir leid, Manu. Nee, eine schriftliche. Hotdog! Wie viel von den Blüten brauchen wir? 8 Stück. Und das 4-mal. 32. Ich kann Mathe. Nee, du hast gerade eine Minute weggekattet, um nachzudenken. Kannst du die Blüten da vorne irgendwie runterschlagen? Wir bräuchten echt mehr. Geht das? Boah. Nee. Oh, oh. Okay. Hör auch drauf. Oh ja, sehr gut, warte. Auf jeden Fall, hier die kriegt man dann einfach aus und schlägt drauf. Zack, zack. Und dann hat man eine Made. Lecker. Ich mag meine Maden. Ah. Schon ein bisschen krank. Ja. Was ist denn jetzt? Mordado hat entdeckt Madenhaut. Und wir sind hier krank. Ja, ja, eben. Ich würde sie essen und du ziehst denen die Haut vom Leib. Mordado, Schaufel, Schaufel. Madenbeste, Junge. Chill. Wo? Jetzt hier bei mir, hier noch. Direkt vor mir. Da. Ja, was? Schlag drauf, Manu, schlag drauf! Ich bring's um, ich esse es, ich ja. Lutsch schon. Oh, Madenschleim, Madenhaut. Liest du die Markierung ab Krötensumpf? Wann machen wir das denn endlich? Welche Markierung Krötensumpf? Das, was oben links schon steht, seit 5 Folgen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vermutlich da. Nicht der Krötensumpf. Manu, schlag drauf! Keine Ahnung. Schlag drauf! Ne? Okay, dann. Okay. Meter voll. Madenschleim. Ja, das ist nämlich. Oh, bei der Rose gibt's noch mehr Blütenblätter. Guck mal, da oben sitzt eine drauf. Was zur Hölle? Sie ist unten. Sie ist drin in der Dose. Wir sind umzingelt. Die ist echt in der Dose drin. Die ist hier dumm. Oh Gott, sie glitscht sich raus. Jetzt lockst du da nicht raus. Ich bin nur dran vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es sind zu viele. Ich gehe einfach nach Hause. Ja, ich will auch nach Hause, aber es sind einfach nur 1 Million Spinnen im Weg. Oh, ich sehe wieder eine Made. Schlüpf sie. Hab sie? Ja. Hey. Ich hab sie dir weggesaugt. Mann. Ach, ich muss sagen, ich fand als Kind diese Szene in König der Löwen, wo die diese Maden gesnackt haben, so ultra eklig. Ja. Echt? Ich fand die geil. Ich weiß, im Prinzip ist die auch cool, aber ich fand die damals ultra eklig. Ich hatte immer selber Lust auf Maden. Ich auch. Ich hatte immer Maden als Haustiere. Oh, schön. Unter meinem Bett. Die kamen die auch immer auf eurer Biomülltonne manchmal? Nee. Das ist ultra eklig bei meiner. Ich meine, manchmal auch so Asseln tausend. Oder so richtige Maden? Weiß und so wurmig. Also ich würde sagen. Nee, okay. Wie lange bleibt denn der Müll da stehen? Monat? 3? Ich keine Ahnung. Ein Jahr? Naja, wenn du so viel Bioabfall hast und so weiter von deinem Garten und so und vielleicht noch den einen oder anderen Abfall, kann das schon mal passieren. Das Einzige, was bei uns immer cool, also Mahn klingt jetzt nicht cool, aber wir hatten immer Kellerasseln in einem Haus, wo wir gelebt haben. Das war ultra alt und es hat noch so einen ultra alten Keller und da waren überall Kellerasseln und die haben sich immer zusammengerollt und das fand ich ultra cool als Kind. Und das ist cool? So oder Kartoffel, wir hatten glaube ich Kartoffelkäfer oder so. Oder sind das Kellerasseln und Kartoffelkäfer? Ich glaube nicht, ich glaube das sind andere Sachen. Aber vielleicht, oh Gott, jetzt falle ich hier gerade runter. In der Kiste. Hä? Bist du den Turm runtergefallen? Ja. Komm, steh auf, Max. Sag mal, wenn ihr gerade versucht mich abzuschrecken. Nein, ich hab nur getestet. Das ist ein normales Verhalten, da kann man nichts dran ändern. Das ist nur natürlich. Nein. Hier, analysieren bitte, Smoothie Station. Madenschleim. Ja, das ist alles Küche lecker. Bereits bekannt. Ach, das konnten wir schon. Und was ist das? Maden-Leggings, wie geil. Richtig geil. Die Madenbrille sieht cool aus. Diese Madenbrille sieht echt cool aus. Hast du gesehen, Paluten? Wir durften Bären kaputt machen und die haben neuen Gegner gefunden. Maden. Ja. Die gibt's überall. Wenn es im Boden so krabbelt, einfach ausgraben. Ja. Genau. Nee, jetzt ist ich hab Maden gesammelt, 2 Spinnen umgebracht. Also wir hatten richtig Spaß. Dann haben wir auch eine umgebracht. Ja, genau, natürlich. Wir haben nur nicht wie am Spieß geschrien dabei, sorry. Dafür kann ich ja nichts, wenn er auf einmal anfängt zu schreien. Das war gruselig. Und wundert sich dann, wenn ich wegrenne. Ja, ich hab halt trotzdem draufgeschlagen. Ey, gib mal. Mordado hat einen Hammer. Gib oder ich stech die ab. Warte. Noch 3 Blütenblätter und wir können auch noch einen dritten machen. Ach, Minzhammer ist Stufe 3 Werkzeug. Ja, natürlich ist der dann stark. Ja, okay, dann gibt's erstmal nur 2. Ich bin Tank. Braucht mein Hammer. Okay, ja gut, hier liegt einer drin. Holt ihn euch raus. Ja. Daniel, bist du irgendwo da unten? Ja. Fang mich! Ach, auf der anderen Seite. Ja, sorry, das war zu spät. Oh, du hast überlebt! Oh, nee.
Hey, da ist er ja. Er lebt ja noch. Ah, ich hab, hier ist euer Max. So, wo ist mein Minzhammer? Au! Mängelhaut, der macht... Wie schmeckt's? Ja, wir brauchen toll, noch drei Blütenblätter, dann hätten wir das. Wenn wir es schlagen, gleich dann wieder rumheult. Mein Dolch, oh, mein Dolch ist kaputt. Oh. Mein Dolch ist kaputt. Ich hab dich auch. Hallo, ich wollte doch aufheben. Oh, hey. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. So, schlafen. Kommt rein. Dann respawn die Blütenblätter, dann können wir noch einen Hammer kaufen. Schlafen. Respawnen, Mordado? Wir sind nur geschrumpfte Kinder. Dann wovon fallen redest die Blütenblätter du? Wieder von den Blumen, wenn wir ein bisschen warten. Ja, jetzt ist mir einiges klar. Er ist eine Hexe. Er brennt ihn. So klingt er auch immer. So, warte, aber ich will jetzt erstmal bei Nützliches die Smoothie-Maschine platzieren. Wo ist sie denn? Da. Smoothie-Küche. Boah, wie viel davon? Geil. Konstruieren. Die Sache ist nämlich, mit Smoothies kann man sich instant teilen, was ultra praktisch für Kämpfe ist. Heißt, die wird platziert. Und zwar, hier bereiten wir Essen zu. Ich hab ein bisschen was. Ah ja, Eichelkappe einmal noch. Eichelkappe rein. Und jetzt frage ich mich halt, wie das funktioniert. Angeblich kann man da echt so gut wie alles reinmachen. Heilgegenstände hergestellt werde, packe drei beliebige Gegenstände hinein, um ein Smoothie herzustellen. Vielleicht hab ist das sogar lecker. Gegensteine? Nein, kein Ameisenbrocken. Warum? Du hast okay, gesagt, ja gesagt, fast alles. Gut, dann mischen wir. Dann mach rein. Ja, mach rein. Drei beliebige. Ja, mach rein. Mach den Ameisenbrocken rein. Ich würde sagen, dazu noch ein bisschen Gras. Es hat sich ein Ding weggeglitscht. Und, ja, nice. Alter, dieser geile Saft. Hä? Nein. Ach so, okay. So. Dann mach. Okay, herstellen. Oh, ich habe direkt einen bekommen. Ach so. Aber ein Smoothie-Fragezeichen. Ja, und? Oh, oh. Soll ich testen? Ah, ich bin full. Warte, ich habe auch einen. Hab ich gerade gehauen? Ja, schlag mich auch mal. Alter! Aua! ich opfer mich! Lol, was? Oh, lecker! Wie krass ist das denn? Oh, der hat mich vergiftet, weil da Ameise drin war, Manu. Was hast du gemacht? Ich sterbe! Also, ich bin nicht vergiftet. Ja, weil und bei mir war Ameise drin, doch. Was doch. Ist denn bei mir drin, was mich vergiftet hat? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Made? Aber die Ameise war es nicht. Ja, warte, ich probiere mal was aus. Jetzt vergiftet er sich wieder. Nö, dreimal Gras, halt dich, fertig. Als ob. Als ob, Alter. Wir ernähren uns einfach von Gras. Okay. Wie dumm. Du kannst einfach Gras reinpacken. Ja, einfach dreimal Gras und man heilt sich damit. Ja, da vor hinten gibt's auf jeden Fall die Blütenblätter. Wenn da noch eins runtergefallen ist, wäre perfekt. Können wir die nicht einfach zwangsweise runterholen? Ich hab's vorhin probiert, aber es ging nicht. Kannst es auch mal probieren. Herzblattlilie, links. Hier ist nichts gedroppt. Eins, zwei, drei, als ob. Vier. Einfach mit Mama. Schauen. Ich bin gerade so schön voll. Guck mal da, wo bist du? Wo bist du? Ich hole gerade Blütenblätter. Ich komme. Wir bräuchten halt pro Waffe 8. Drei also ich haben hab wir noch gefehlt. Grade. Ja, perfekt. Dann haben wir eigentlich ach, genügend. Du hast auch noch welche. Hey, wir haben genügend, glaube ich, für alles. Wenn du mir die gibst. Wir haben alle einen Hammer. Ja. Ich mal gucken, was passiert, wenn ich sie rauswerfe. Ich hoffe, was Lustiges. War lustig. Da ist ein Ladybug. War das ein Perfect Parry? Ja, die ganze Zeit. Oh, das Ding ist stunt. Cool. Oh, ja, der Hammer stunt anscheinend ultra schnell. Also wenn wir da alle draufhauen. Oh, er hat nicht mal getroffen. Dann ist es ultra krank. Hast du einen Kopf? Ja. Sehr gut. Vielen Dank fürs Helfen. Kein Ding, die hast du gebraucht. Ja, ich habe nur pariert, bis du kamst und getötet hast. Alter, ich habe eine verrückte Idee. Denkt ihr, wir kriegen so eine krasse Spinne mit den Hämmern tot? Und können auch so einen geilen Bogen craften? Also wir wissen alle, wie es davor geendet hat. Ja, aber wir haben jetzt alle gleich eine ultra krasse neue Waffe. Die ist stunt. Also wenn wir da alle einfach drum stehen und draufschlagen, dann bewegt die sich, glaube ich, gar nicht mehr. Okay, keine Begeisterung. Ich verstehe schon. Nee, also ich überlege gerade. Ich habe ein paar Traumen noch davon. Ich glaube, du kannst es da mal alleine versuchen. Nee, alleine will ich das nicht probieren. Ich habe auch gerade überlegt, Traumaten töte. Oder Trauma davon? Einfach. Trauma davon. Ich habe ein paar Trauma davon. Traumaten? Ja, das Trauma des Traumas, dem Trauma. Lobotomieren. Plural, die Traumen, der Traumen. Traumen! Ja, die Traumen. Meinst du nicht Trauben? Nee, ist wie gesagt. Er ist Traumen. Der neue Hammer. Ja. Und Paluten, oben in der Mitte, Hammer 2. Für dich. Oh, ich bin Mordado, kein Schurke mehr. Unbedingt noch herkommen. Ich muss zu dir kommen. Das ist Zombie. Wow. Hallo Leute. Was gibt's, Zombie? Ich hab ein Schneckchen da gemalt. Da kann man malen.
Ja, und ich muss immer zum linken und zum rechten Drehding machen, um hoch und runter oder links und rechts zu malen. Ach, das ist cool. Die ganze Zeit hin und her rennen. Und man kann Farbe umstellen. Das hast du sehr gut gemacht, Samuel. Oh Mann, du löscht alles. Oh, warte, das teste ich mal. Ah, und dann sieht man das hier sogar. Hochziehen, runter. Als ob. Geh mal links an den Knopf. Ja, ich vielleicht kann man die gleichzeitig bedienen. Okay. Runter. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch dumm. Links und rechts machen, warte. Wow. Yo. Oh ja. Das weit geht einfacher. Jetzt ändere ich die Farbe. Jetzt ist gelb. Okay. Oh. Linie. Oh. Ey. Hui. Nein, nein, ihr habt zerstört. Toller Zylinder. Was ist das für ein Zeichen? Ja, guck mal, wir haben ein neues Logo-Design. Paluten und Manu gegen Maudan und so. Wer das bessere Bild da drauf malt. Das ist unfair. Ja, das ist das ran. Neue Zombie Mode-Collection Symbol. Ah, okay. Ja, 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 perfekt. Okay, oh, sollen wir jetzt zurück? Oh, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, das ist ein Stock an... Oh, doch nicht, okay. Und wieder hoch. Und jetzt... Ja, 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 ja. Ja, wir haben gewonnen. Hä? Okay, Leute. Ja, aber sowas von easy. Alle Designer einmal in der Kommentarsektion, was ein besseres Logo ist. Was? Safe unseres. Du brauchst doch gar nicht fragen, Mordado. Ja. Wenn es so eindeutig ist. Das ist ja cool. Ja, es liegen auch ganz coole neue Sachen im Teich, aber wie gesagt, da gucken wir nächstes Mal hin. So. Okay, ich vergleiche jetzt mal ein Pilz-Smoothie mit einem Gras-Smoothie. Okay, die stecken, die sind ja, alle genau stecken, gleich. Genau. Die sind alle genau gleich. Okay, dann mache ich einfach nur Smoothies aus Gras. Hä? Aber warum warst du denn angeblich vergiftet? Ich war bei dem einen Smoothie war ich vergiftet. Na klar. Stimmt, hat Manu eine Made mit reingemacht oder so? Ja, bestimmt. Der hat mich also zutrauenwürdig. Jetzt schlachten wir eine Spinne. Ja, ich hoffe. Oder die schlachtet uns wieder. Ja, die war hier in die Richtung das letzte Mal, oder? Einfach geradeaus. Oh, da ist sie. Nee, nee, das ist die falsche. In der Höhle dürfte ich drin sein. Ah. Hallo? Ja, da ist rausloggen. Die schlägt gerade. Wir müssen reinschießen. Bogen? Warte, ich schieße. Okay. Hallo? Oh mein Gott, wollen wir nicht erst die anderen töten? Hallo, zu spät. Hab gepult. Okay. Oh, und jetzt Gott. Alle draufschlagen. Ich muss trinken. Ja, trink. Oh, ja. Oh, die kriegt gut Schaden, die kriegt gut Schaden. Würdest du draufhauen, Mann, wäre sie schon tot. Ja, ich komme. Ja! Ich hab's geschafft. Alter, wie viel Damage wir gemacht haben. Wir haben nur die stärkste Waffe im Spiel gebraucht. Komm. Oh, ja. Spinne, was willst du von uns? Oh, was willst du von uns? So ein Opfer. Ah. Aber wirklich, so zack, easy. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind kampfbereit. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei den anderen drei vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.